Hallo, willkommen zurück bei Pixelmon. Ja, ich werde mich jetzt da weiter zu leveln und zu leveln, denn ja, dadurch ist ein bisschen stärker mittlerweile, zumindest das, was ich so gesehen habe. Ihr müsst natürlich immer bedenken, bei mir ist es jetzt Mittwoch, das heißt, komm, wir leveln einfach mal. Hier, nehmen wir einfach mal den. Einfach, weil wir es können. So, ich muss hoch zum Pokécenter, muss die alle wieder aufheilen. Wir könnten höchstens probieren, da hinten unseren kleinen Dingens ein bisschen ein bisschen zu leveln, unseren kleinen Starreaver oder so. An attack move that cuts down the target's HP to equal the user's HP. Oh, nee, das will ich nicht. Ich will ja nicht, dass beide HP gleichzeitig sinken. Ne? Okay. Hier sind noch welche. So, gucken wir mal. Den kann man auch nochmal mit einer Wing Attack ein bisschen schaffen. Den vielleicht auch nochmal. Dann sollte ich nochmal kurz hochgehen. Ich möchte ein bisschen leveln heute auf jeden Fall. Und ja, ist schon klar, ich muss hoch. Da ist sie wieder eine hochgebaut. Und muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mit den anderen mithalten kann. Denn die meisten anderen sind auf jeden Fall deutlich stärker mittlerweile als ich. Haben auf jeden Fall Pokémon mit höheren Leveln. Und ja, wie gesagt, da möchte ich ja mithalten können und muss deswegen ein bisschen trainieren, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt. Also es könnte quasi sein, dass jede nächste Folge die letzte ist. Und so schon mal als Idee für euch. Ich glaube heute, ich weiß ja nicht, es gibt jetzt noch drei Leute, die noch nicht aufgenommen haben heute. Dadosch, der nimmt aber vielleicht gar nicht heute auf oder wenn dann vielleicht nur ganz spät. Fisk und Pixelspaß haben noch nicht aufgenommen heute. Ansonsten sollten alle anderen eigentlich nicht mir auflauern können, weil sie halt ja, weil sie halt noch unter, also ja, weil sie halt da keine Zeit für haben oder so in der Richtung. Kartoffel, bla, wir haben so viel Essen. Netherrack. Den Scheiß kannst du eigentlich behalten. Okay, ja. Ich würde mal sagen, ich will heute leveln. Ich möchte heute Pokebälle auf jeden Fall nochmal machen, denn wir haben ja das letzte Mal ganz viele davon verschwendet. Ich habe ja eigentlich, ich habe voll viel Eisen, also das sollte kein Problem sein, da werden wir gleich ein paar basteln. Ich möchte Charmeleon auf Level 28 bekommen, denn dann kriegt er eine neue Attacke. Eine neue, ich weiß nicht, Feuerattacke wahrscheinlich, oder? Hallo. Huch. Zum Glück habe ich auch auf den gewechselt, ne? Yes, Level 27. Das ist schon mal super. Wo möchte ich hin? Ich möchte vielleicht hinten hin zu denen. Was bist du für ein Level? Komm, dich mach mal auch. Mach auch nochmal mit Dragon Rage. One Hit. Huch. Und dann würde ich sagen, hä, wo will ich hin? Da will ich hin. Wie gesagt, würde ich sagen, gehen wir mal möglichst schnell nach da hinten. Wir werden ein bisschen versuchen, Pokébälle zu machen. Auf jeden Fall wieder ins Grasgebiet. Im Grasgebiet ist meistens einiges los. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich habe da auch die Hoffnung, dass wir eventuell ein relativ starkes Pokémon bekommen, denn die anderen haben teilweise schon Pokémon auf Level 30 und weil man kann ja maximal bis Level 30 gehen und ich möchte auf jeden Fall auch ein starkes, hohes, weiteres Pokémon noch bekommen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Ich meine, wenn wir es nicht schaffen, ist es auch nicht so schön. So. Also, ich würde erstmal hier meinen Ofen aufstellen, damit hier einmal kurz, die Aprikorns rein können. Wird dann in der Zeit hier den Amboss, beziehungsweise so, nebenan nochmal ein bisschen Fisch. Dann packe ich hier meinen Amboss hin. Habe ich eigentlich noch meinen Hammer? Ja, aber ich muss wahrscheinlich bald einen neuen machen. So. Das nützt mir eigentlich weniger. So. Nee, schon so.
Dann werde ich hier ein bisschen Pokebälle herstellen. Nicht mega viele. Wie gesagt, ich habe ja dann noch die Möglichkeiten mehr zu machen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Folge damit verschwenden, Pokebälle zu machen. Also ein paar Stück, so fünf vielleicht auf jeden Fall. Damit wir auf jeden Fall wieder ein Pokémon einfangen könnten, für den Fall, dass wir ein gutes finden. Es wird ja auch gleich wieder, also ist ja auch gleich wieder Tag, eben noch dunkel. Dann könnten wir auf jeden Fall die Gelegenheit haben, eins zu finden, ein gutes. Ja. Und ich meine, eigentlich geht es ja relativ schnell, ne? Die herzustellen, finde ich. So, das war der Fisch. Dann werde ich hier die schon mal nehmen und so, 15 Stück da rein. Dann so, haben wir davon auch wieder 15. Können wir auch da nochmal Pokebälle herstellen. Auch der Hammer ist bald nicht mehr nutzbar, also ist bald kaputt. Aber wir können das ganz einfach neu machen. Also Eisen haben wir auf jeden Fall genug noch aktuell, würde ich sagen. Ja. Ansonsten passt das. Oh, da drüben in der Ecke. Huch! Oh. Ach so, der Dingens ist kaputt. Ich verstehe. dann bam und so, ein bisschen drumherum. Hätten wir den auch wieder. Ist ja kein Problem. Das habe ich nur gerade irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt. Ist der weg, weil ich dachte mir so, hey, was passiert jetzt? Okay, dann sollten wir gleich welche haben und muss ich auf jeden Fall den Rest der Folge nutzen, um zu leveln, um Charmy auf 28 zu bekommen. Auf jeden Fall, vielleicht auch die anderen ein bisschen. Ich brauche eigentlich einen neuen Aaron, weil ich bemerkt, also nein, nicht ich, sondern mein Kumpel hat bemerkt, Kumpel, der mir bei den ganzen Sachen so ein bisschen hilft, hat bemerkt, dass der gar nicht so gut ist, weil dem fehlt nämlich die Stahlattacke, die er normalerweise hat. Und das ist natürlich richtig scheiße, weil das ist ja das, was ihn ausmacht, was ihn sozusagen positiv macht, quasi. Wenn wir die nicht haben, dann ja, haben wir quasi einen Nachteil. Weil wir eigentlich ja einen Aaron dafür haben und der aber nicht das nutzen kann, was er eigentlich hat. Und das ist natürlich schlecht. Deswegen, ja. Wenn wir jetzt versuchen, hier die Viecher alle mal ein bisschen platt zu machen, die hier so rumlaufen. Huch. Nicht blöd. So, sehr gut. Bisschen Amber. Amber sollte ja auch gut klappen. Noch ein bisschen Amber. Sehr schön. Da haben wir gleich noch einen von den süßen Schnuffels. Snubbul. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die sind, ob ich mir die irgendwie mal gönnen sollte oder so. Ich glaube aber nicht. Oder? Ich glaube nicht. Müssen wir mal noch nach weiteren Viechern suchen. Sollten ja noch welche sein. Ja, oh! Ja, okay. Ich will mir einen Marie holen. Welche, was für ein Level haben die denn hier? Fluffy. Ist Fluffy nicht Stufe 2? Okay, ich nehme mir das. Ich probiere Fluffy. Okay, es brennt. Dann noch ein Scratch dazu. Noch ein Scratch vielleicht. Ich möchte den versuchen an... Oh, scheiße. Ist er jetzt weg? Habe ich den getötet? Ich wollte eigentlich das Fluffy haben. Das ist ja, glaube ich, die zweite Stufe von Marie. Ah, probieren wir mal dich. Ich weiß ja nicht, wie gut das jetzt ist, weil der ist halt ziemlich... Der ist halt eigentlich ziemlich klein. Aber ich nehme mir jetzt mal Pokéball und hole mir den. Ich meine, mein Voltorb ist halt auch nicht so ein guter. Ich weiß ja nicht, ob Marie besser ist, ganz ehrlich gesagt. Aber ich hab ihn auf jeden Fall gefangen und keine Ahnung. Wenn er halt auch schlecht ist, dann... dann ist das halt so, ne? Ist mir gerade eigentlich relativ egal. So. Ich klicke irgendwie mal falsch. So. Amber sollte ihn töten. Sehr gut. Was bist du? Ein Plunzel. Ist, glaube ich, auch irgendwas. Dingens. Auch irgendwas. Elektromäßiges. Sehr gut. Ich hätte gerne Level 28 noch mit meinem Charmy.
Was bist du denn? Flygon, okay. Ein großer Voltorb. Was ist das für ein Level? Electrode 42, okay. Vielleicht hilft mir Hoppip weiter. Ich meine, er hat nicht so viel Leben. Oh, ich bin ja immer noch paralysiert. Das ist ein bisschen nervig. Yes! Wir sind Level 28, wir haben Fire Fang. Flame Flucked Fangs, it may also make the target flinch or leave it burned. Smokescreen. Ich denke mal, ich werde das dafür aufgeben. Okay, dann haben wir schon mal Level 28. Oh, Minun! Süß! Minun hat meiner Meinung nach Grants. Als ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Elektro-Ding, wenn ich mich nicht irre. Das hat direkt auf mich zugerannt. Das wollte den Kampf mit mir. Ganz offensichtlich. Okay, also Charmeleon ist ja schon mal ganz gut auf dem Level. Halt, das Mareep auf Level 14 ist halt ein bisschen scheiße, gebe ich zu. Ich weiß. Aber ich wollte halt sowas haben. Oh, noch mein Starly. Lass ich mal mein Starly gegen das kämpfen. Ja! Bring attack! Und bam, weg. Ja, ich bin halt nicht sonderlich gut im Schnellleveln, muss ich dazu sagen. Das kriegen andere auf jeden Fall wesentlich schneller hin. Das ist halt so ein bisschen mein Problem, dass ich das nicht so gut kann. Und dadurch natürlich enorm viel Zeit verliere, die andere Leute halt viel besser nutzen können. Und wie gesagt, es könnte jede Folge die letzte sein. Ich glaube, die heutige noch nicht. Die ist ja auch schon fast vorbei. Rattata. Probieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, wie gut wir gegen den sind. Oh, sehr gut. Gegen den sind wir gut. Sehr gut. Sehr schön. So, wie gesagt, ich gehe mal wieder hoch. Werd nochmal heilen. Eventuell so ein bisschen. So, gehen wir mal hier zum Hoppip nochmal. Mit. Huch! Ja. Einmal Amber. Das musste. Oh. Nochmal Amber vielleicht. Jetzt. Okay. Das paralysiert macht da, glaube ich, so ein bisschen. Das Ganze kaputt manchmal, dass dann irgendwie der Kampf gestoppt wird oder keine Ahnung. Das ist manchmal komisch. Paralysieren ist halt echt ein bisschen nervig. Oh, was ist das denn für ein Riesenvieh, ey? Der Wahnsinn. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Mega. Ich muss da jetzt jedenfalls wieder hoch eigentlich. Hin zum Onyx. Yes. Trio. Ja. Glückwunsch. Diese Viecher, ey, wie sie immer mit einem labern. Was bist du für ein Level? Trio. Egal. Wie gesagt, wir müssen zum Center. Ah, das sind schon 13 Minuten. Eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich muss einmal nochmal. Ich meine, hätten wir hier irgendwo nochmal einen weiteren Aaron rumstehen? Einer. Der halt noch eine Stahlattacke hat. Dieses. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es hat es irgendwie scheinbar verlernt. Also, ich habe halt scheinbar einen Aaron gefangen, was halt diese Attacke gar nicht mehr hat. Und das ist halt schlecht, weil das ja quasi gut ist bei einem Aaron. Nicht das. So. So wollte ich das machen. Oh, wir haben 6 Stück. Aber wie gesagt, Voltorb könnte ich eigentlich vergessen. Da ist ja Mareep schon stärker. Ah, ich habe ihn gerade erst. Obwohl, nee, das ist eigentlich ist das dumm, wenn ich den behalte. Ich sollte eigentlich Voltorb mal reinlegen. Hier rein in den PC. Weil ich will ja eigentlich lieber Mareep haben. Wenn schon. Eigentlich mein Ziel. Vor allem, weil ich halt das süße Schäfchen haben wollte, um ganz ehrlich zu sein. Das war eigentlich mein Antrieb. Ich habe gehört, es gibt ein Schäfchen, deswegen habe ich mir jetzt das Schäfchen geholt. Ich weiß, das ist manchmal dumm, aber es ist halt so. So, was seid ihr alles für Level? Du bist, obwohl 21 Golett, kriege ich vielleicht hin. Komm, wir probieren es mal. Dragon Rage, oh, schafft das ganz gut. Dann nochmal ein Amber dazu. Ja, sehr schön. Was bist du? Metang. Will mal Aaron. Ich glaube, gegen den bin ich nicht. Obwohl, ich habe halt keine Stahlattacke. Ich habe nur eine Stahldefense, ist das Problem. Ich glaube, es gibt halt auch eine Stahlattacke. Die ist halt schlecht, wenn ich die nicht habe.
Und der Headbutt ist auch nicht sonderlich effektiv, wie ihr seht. Aber wir können ihn trotzdem ein bisschen kämpfen lassen. Es sind jetzt 15 Minuten rum, aber ich kann den Kampf noch beenden. Und ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Warte, wir nehmen ein anderes Pokémon. Wir nehmen Charmy. Ja, ja. Einmal Dragon Rage und dann ist der tot. Und dann werde ich mich hier an dieser Stelle ausloggen. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Wie gesagt, kann sein, dass ich morgen schon rausfliege. Ihr werdet sehen. Kommt darauf an, ob mir jemand auflauert oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich in Kampf verwickelt werde, ist es sehr wahrscheinlich, kommt auf die Person an, kommt auf mein Glück an, dass ich dann rausfliegen werde. Aber ja, jede weitere Folge ist natürlich schön. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ciao.